Also die ersten Alarmierungen sind um kurz vor Mitternacht reingegangen, 23.50 Uhr müsste es gewesen sein. Die ersten Meldungen, wo waren Bäume auf der Straße, Wassereinbruch im Keller. Das waren die anfänglichen Alarmierungen. Die Einsatzzahlen haben sich minütlich erhöht. Wir haben im Minutentakt Einsätze bekommen. Es ging weiter dann mit vollgelaufenen Kellern in ganze Siedlungsgebiete, mehrere Bäume auf der Straße. Und was dann noch dazugekommen ist, war ein Verkehrsunfall, wo ein Auto gegen einen Baum gefahren ist. Also wir haben es jetzt gemerkt, dass Punkte vollgelaufen sind, wo ziemlich tief liegen in Galdorf. Das waren, wie angesprochen, Tiefgarage, Unterführungen am Rathaus und dann aber natürlich auch viele Keller, wo Nebeneingang gehabt haben. Also die Schwierigkeit war eigentlich, dass es sehr geballt gekommen ist. Es war eine Wetterzelle, wo über Galdorf war. Die Einsätze kamen, wie gesagt, im Minutentakt. Wir haben jetzt eine Gesamteinsatzzahl von 40 Einsätze gehabt, wo geballt auf 2 Stunden gekommen sind. Wir waren jetzt mit 85 Kräften im Einsatz, verteilt auf 13 Fahrzeuge. Also wir machen jetzt die letzten Aufräumarbeiten. Wir haben noch 2 bis 3 Keller, wo wir voll absaugen müssen. Die Unterführung am Rathaus müssen wir noch absaugen. Und dann hoffe ich mal, dass wir zum Ende kommen. Das Wetter sieht jetzt auch dementsprechend aus. Ja, wir haben gerade Umbaumaßnahmen, wo das Dach nicht ganz geschlossen ist und das Wasser hat sich seinen Weg ins Magazin gesucht. Also so heftig haben wir es schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben öfters mal, dass es örtlich ziemliche Gewitter gibt mit ein bisschen Wassereinbrüche, sind vereinzelt dann ein paar Keller. Wir haben auch 2-3 Mal im Jahr das Phänomen, dass der Kocher über die Ufer tritt. Das sind aber auch, sage ich mal, Kleinigkeiten, die da auf uns zukommen. Also in dieser Größe haben wir es schon lange nicht mehr gehabt. Das sind die Nachbarn von gegenüber und haben halt irgendwann gesehen, dass unsere Nachbarn angefangen haben mit Eimer, den Keller leer. Und dann haben wir gesagt, okay, 2 Eimer geschnappt, sind hier rübergerannt und haben halt dann mitgeholfen, so gut wie es ging, bis Feuerwehr halt jetzt da war. Es war alles voller Wasser. Es war einfach, ja, alles voller Wasser. Zu dem Zeitpunkt hat es dann auch noch geregnet. Kagelt hat es nimmer. Ja, Mülltonne, gelbe Säcke, es ist alles rumgeschwommen. Ja, war nicht so ein schöner Anblick. Also wo es kagelt hat, waren wir noch in der Wohnung. Und es hat wirklich Schläge gelassen. Und da wären wir jetzt auch nicht rausgegangen. Also, wir haben dann schon gewartet, bis der Hagel vorbei war.